und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cepheus Protokoll. Letzte Folge, Freunde. Da haben wir unsere Außenbasis eingerichtet und jetzt heißt das, den mutierten Zombies einfach mal auf den Zahn zu fühlen und einfach ein herzliches Hallo zu sagen. Und dafür habe ich mir jetzt schon ein paar NPCs besorgt, bin also schon ein bisschen vorangeschritten und habe mir auch noch gleichzeitig die Artillerie besorgt. Ja, Freunde, und diese Folge, ihr werdet es schon vermuten, werden wir mal ausgiebig die Artillerie testen und die einfach mal hier ja, ein wenig ärgern. Gut, und das werden wir auch gleich tun. Ich werde auf jeden Fall kurz mal den Operator hier wieder hinstellen. Übrigens, ich habe ganz vergessen zu sagen, ich habe hier einen Patient 0. Und dieser Patient 0, der bewegt sich da kein Stück weg. Der will hier in der Basis rein, ob ich will oder nicht. Und kann auch nichts gegen machen momentan. Deswegen müssen wir ihn da erstmal so stehen lassen. Ich hoffe mal nicht, dass er da durchbricht, weil ich kann gegen den momentan noch nichts machen. So, jetzt aber zu unseren Mortaren, denn die müssen wir erstmal einschalten. Sonst verbrauchen die ja Sprit, das ist ja schon ziemlich cool gemacht hier in dem Game. Und fahren mal jetzt hier hin. Hier hin, hier habe ich schon Truppen abgestellt. Übrigens, hier ist zum Beispiel ein Gitter. Dieses Gitter kann man hier sehen. Müssen wir mal schließen hier, damit die hier nicht einfach durchrennen. Und hier haben wir auch so ein Gitter und da habe ich hier mir meine zwei APCs schon hingestellt plus der Eroberungstrag. Ja, hier, ich kann momentan kein Kommandozelt bauen, da ich hier eins schon gebaut habe, in dem Außenposten. Ich will das jetzt hier nicht abreißen, das heißt, wir müssen jetzt dieses Gebiet erstmal einnehmen. Möchte erstmal dieses Gebiet einnehmen, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir erstmal weiter. Und das werden wir hier versuchen, erstmal mit den Mortaren zu machen. Die werden wir erstmal jetzt hier in Stellung bringen. 46.000 haben wir noch, das heißt also, wir sind gut dabei. Den machen wir mal aus und aktivieren den schon mal. Das muss man hier alles ja extra machen. So. Ausmachen und aktivieren. Ausmachen, aktivieren. Ich mache das immer extra. Einzeln halt eben, dann habe ich das besser im Blick. So, die Artillerie ist in Stellung. Könnt ihr mal sehen, das sieht hübsch aus. Und die haben ordentlich Bums, wenn man weiß, wie es geht. So, die werden wir hier dann langsam Stück für Stück vorwärts fahren lassen. Bevor wir das aber machen, müssen wir erstmal diesen großen Haufen hier wegschießen. Und dafür aktivieren wir mal hier schön den quasi diesen Multischlag oder was das ist. Das machen wir auf alle vier und hämmern da mal rein. So. Da sieht man schon. Da wird wahrscheinlich gleich ordentlich was los sein. Meine Drohne, wo ist meine Drohne? Da müssen wir mal schauen. 6, 7. Haben wir noch eine Drohne? Nein, meine Drohne ist weg. Die müssen wir eine neue Drohne produzieren. Wo haben wir denn hier eine? Kommandozelt? Ne, ich glaube, die können wir nur hier drüben, ne? Im Zerg. Phase 3 übrigens können wir auch aktivieren. Das machen wir auch schon mal. Und aktivieren das auf Gruppe 7. Kaufen uns die Einheit, denn so eine Drohne brauchen wir. Ja, so. Ihr seht, wir haben da einiges zu tun. Das heißt, ich schieße wieder. Dieser Vierfachschlag ist halt ziemlich gut. Verbraucht aber auch eine Masse an Munition. So, da ist unsere Drohne. Weiß auch nicht, warum die jetzt hier... Die lassen wir mal hier rüber fliegen. Nicht, dass sie hier abgeschossen wurde. Oder die ist, so wie es aussieht, abgestürzt. So, Artillerieschlag ist gleich wieder ready. So, mal gucken. Ja, ein paar Mal müssen wir noch reinhämmern. Kostet natürlich jetzt Unmassen an Munition. Hier
Hier ist übrigens noch so ein anderer Turm. Da könnten wir die 105 mm vorfahren lassen. Den fahre ich mal hier hin. Und fahre ich mal hier hin. Und den Matt, den setzen wir dazwischen. Der schießt erstmal... Oh, da müssen wir aufpassen, weil dieser Turm ist echt extrem nervtötend. Ah, da seht ihr schon, da fliegt schon was. Schießen wir die mal in die Steinzeit zurück. So, den haben wir erledigt. Und den auch. So, hier herrscht erstmal Ruhe. Den machen wir erstmal aus. Wir müssen ja hier Sprit sparen. Da seht ihr, ist schon wieder... Oha, Munition. Müssen wir mal Munition hinwerfen. Wie sieht's hier aus? Das geht eigentlich noch bei denen. Ja, bei Patient 0, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass er mal auf dumme Gedanken kommt und einfach durchrennt. Ne, der läuft da immer noch. Okay, ja, soll er da bleiben? Haben wir hier genügend Zeit. So, jetzt haben wir hier einen Hubschrauber. Den brauchen wir, und zwar mit unserem Wissenschaftler. Und unsere Aufklärungsdrohne, die lassen wir mal hier rüber fliegen, mal gucken. Den Hubschrauber lassen wir mal hier rüber und holen uns mal hier dieses dicke Ding hier. Moment, wartet mal. Ich sehe gerade, hier ist noch eine Luftabwehr, so wie es aussieht. Ich glaube, da kommen wir jetzt gar nicht ran so. Das heißt, wir müssen hier drüben... oh, warte mal. Nein. Nicht gut. So. Das Tor offen. Jetzt ist das Tor offen. Dann fahren wir mal mit denen hier rein. Hier. Wir müssen aber darauf achten, dass wir wegen Sprit und so ein wenig das Problem ist, wenn man hier läuft, man ganz schnell Gefahr. Hier, nehmen wir mal die gleich unter Beschuss. Oh, wo? Okay, ich sehe schon, hier schießt ein Turm. Oh, ist das ein Juggernaut oder was ist das? Ach, das ist ein Juggernaut. Den müssen wir mal ordentlich da rein. Mal sehen, ob der überhaupt dagegen... Boah. Ich sehe auch gar nicht, ob der jetzt irgendwie... Der schmeißt hier Steine. Oha, hier müssen wir mal... Okay, den haben wir. Oi, 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 ein Juggernaut haben wir da auch noch gekillt. Oh, jetzt kommen sie aber. Wir müssen zurückziehen. Schnellstmöglich hier zurück. Wir haben keine Munition mehr und die kommen da nicht durch, ne? Komm da nicht durch, Schweinerei. Du fahr doch mal. Das ist der Matt. Der Matt, der hier nicht vorwärts kommt. So, mal gucken. Schnell rein hier. Tür zu. Die werden da gleich durch den Zaun durchgehen.
Was müssen wir jetzt machen? Er hat keine Munition mehr, oder was? Nein, der soll hier drauf schießen. Erstmal zurück. Hier rennen sie schon. Ja, hier kommen die. Wir müssen die holen. Wir müssen hier hinfahren und zum Schutz. Ah, okay, der Matt hat's der Matt geschafft. So, so wie es aussieht. Einer hat's hier. Oh, die sind an ihn dran. Da muss man hier hinfahren. Und was ist mit denen hier? Ach, die kommen da nicht durch. Ach, nee. Okay, die Wegfindung hier ist natürlich jetzt... So. Einer war gerettet. Ein. Aber wir haben das Problem, das wir ja hier immer noch haben. Ja, hier, der muss auf jeden Fall erstmal zurück. Immer noch? Nee, ist er nicht. Okay, jetzt müssen wir ihn irgendwie reparieren. Das Problem ist aber, den können wir nicht reparieren. Das heißt, wir müssen ihn erstmal zurückfahren lassen. Die müssen wir erstmal da vorne sammeln. Hier ist ein Wissenschaftler. Der holt sich mal kurz... Gut, dann müssen wir den hier hinstellen zum Schutz. So. Der Wissenschaftler kommt da nicht lang, irgendwie. So. Hier liegt auch noch was. Ach, hier haben wir ja einen Wissenschaftler. Den können wir ja absetzen. Okay, gut. Wieder rein. Okay, gut. So, den haben wir auch. Schnell zurück. Ei! Da haben sie sie jetzt abgeholt. Keine Ahnung, was hier schießt. Irgendwas feuert da. Gut, dann lauft ihr mal zurück zur nächsten Basis hier auch hin. Den machen wir mal auf. Lassen wir mal reinfahren und reparieren. Ich glaube, einen haben wir leider... Nee, haben wir doch nicht. Wollte schon sagen, gut, dann fährt er auch zurück zur Basis. Dann haben wir ihn doch noch. Dann ist der Matt kaputt gegangen, das ist es. Ja, okay, also... das ist gut. Wenn es nur ein Matt war, ist nicht so schlimm. Den können wir weiter produzieren. Jetzt könnten wir eigentlich mal langsam einen Transporthubschrauber bauen. Aber wir brauchen einen, der hier die ganzen Panzer hin und her transportiert. Dazu nehmen wir jetzt noch hier einen. Der ist auf der 5. Einen Matt. So. Wie sieht's aus? Also... Der wird gerade repariert. Der auch. Der auch. Und der Matt kommt ja eh gleich. So, der Mortar ist dann gleich fertig. Dann können wir den nämlich wieder fahren lassen. Patient 0 ist immer noch da. Soll er da bleiben?
Da ist unser Matt. Der ist irgendwie mehr für Infanterie gedacht. Ich glaube, mit dem APC den zu schicken halt, wäre jetzt nicht so spannend. Nein, der nicht. Der muss erstmal noch bleiben. Der muss noch repariert werden. Den fahren wir auf jeden Fall erstmal hier wieder hin. Oh, hier muss irgendwas sein, denn der zielt auf irgendwas. Wo kommt der denn jetzt her? Die schicken wir mal wieder zurück hier. Warum ist das, was ist mit dem los hier? Okay. Ach, die haben sich festgelaufen, deswegen. Die stellen wir mal wieder hier ab. Und wir lassen hier einen APC, den schicken wir hier hin. So. Der müsste aber eh mal zurück, glaube ich. Denn der hat das Problem. So, der kann wieder raus und der Mortar auch. Den Mortar, den lassen wir mal wieder hier hinfahren. Ah, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Sind die aus? Ja, die sind alle aus. Der nicht. Doch, der ist auch aus. Sollte da irgendwas kommen und irgendwie die Mortare stören? So, die beiden, die bringen wir mal hier in Stellung, falls sie da hinkommen. Ja, und die holen sich ja erstmal noch einen Hubschrauber. Einen Sperling. So, und das war Gruppe, oh Gott, Gruppe 5 war das, ne? Ne, Gruppe 4, auch nicht, Gruppe 6. Ah, können wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir noch warten. Der muss mal hier reparieren. Ich glaube, das ist der BMG. Genau, das ist der BMG hier. So. Gut, dann sind wir ja wieder ready. Dann können wir den ausmachen und in den Modus geben. Gut, und die fahren wir wieder vor. So, dann fahren wir dahin. Also die APCs, die halten schon eine Menge aus, ne? Das muss man sagen. Und der Matt, weiß ich nicht, wo der wieder rumfährt, der Matt. Ach, der steht hier hinten wieder rum. Der soll ja zur Feuerunterstützung. Den lassen wir mal hier hingondeln. Drohne, okay. So, das heißt, wir können wieder feuern. Worauf feuern die? So, der Matt. Wo ist denn der? Ach, da ist er ja. Gut. Der fährt mal dahin. Ah, es wird wieder Tag. Okay, wir haben jetzt leider keinen. Wo ist denn jetzt hier eigentlich unser Wissenschaftler? Hier ist er. So, den nehmen wir auch noch raus und dann warten wir halt noch, falls wir noch eine Einheit verlieren. Den fahren wir hier hin. Gut. Damit sollten wir jetzt wieder in der Lage sein. Ach, seht ihr, wir müssen hier noch. Wir müssen Munition abwerfen.
Ah, das wird jetzt richtig teuer. So, der hat auch. Da fehlt noch einer. 40? Ne, haben alle. So. Gut, dann können wir ja losfeuern hier. Ah, jetzt sehen wir wenigstens noch hier, wo was noch zu holen ist. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ich würde ja gerne diese Dinger holen, aber diese DNA-Proben, jetzt ist die große schon weg, schade. Das ist ärgerlich. Die brauchen wir ja spätestens noch, also im High-End-Bereich. So, dann nehmen wir die mal alle unter Beschuss hier jetzt. Hier übrigens ist noch die Drohne. Die schicken wir noch ein Stück weiter vor. Aber nicht zu weit, sonst wird sie nämlich runtergeholt. So, hier drüben müssen wir noch hin, sehe ich gerade. Man kann sie auch mit Einzelschuss feuern lassen, ne? Das ist... geht auch, aber... ich schieße lieber einen Vierer halt. Hat irgendwie mehr Wirkung. Machen wir mal hier so rum. Der soll ja hier nur zur Unterstützung sein, dass nicht meine Trupps hier kaputt gehen. Hier schon wieder. Keine Ahnung, was hier geschossen hat. Oder war das ein Einzelner? Vielleicht ein Verirrter? Okay, der Zaun ist eh kaputt. So, dann können wir jetzt mal hier das Ding unter Beschuss nehmen. Hier könnte es sein, dass die eventuell gleich losrennen, wie die Irren. Ah, das hat ordentlich eingeschlagen. Gut, das haben wir erstmal hier gesäubert. Damit sind wir ein Stück vorgedrungen. Ist natürlich jetzt das Problem. Ich würde ja gerne hier diesen Bombenteppich legen. Dazu bräuchte ich ein Radio. Dafür brauche ich aber dann wiederum einen Piloten. Quatsch. Einen Radio. Einen Funker. Und einen Hubschrauber. Dann könnte ich da eventuell dann sogar... hier so einbauen. Hier zum Charon. Der ist ja wahrscheinlich ein bisschen besser noch. Können wir natürlich jetzt nicht. Hm. Ah, wir haben jetzt, wir sind am Limit. Muss ich mal gucken hier drüben. Eieiei, was ist denn hier passiert? Patient 0. Wo kommt der denn her? Lauft. Boah, wartet mal. Der hat die Hälfte meiner Leute gekillt. Die flüchten alle. Okay. Okay, okay. Weiß nicht, wo der jetzt herkam, aber... es war irgendwie doch kein Patient Null. Glück gehabt. Den können wir ja mal wieder einpacken. Das bringt ja aber gar nichts. Ja, der will nicht weiterfahren hier. So. Ah, okay, also wir haben ein paar Leute verloren. Jetzt können wir aber einen Hubschrauber bauen. Ah, okay, das war nicht Patient 0 gewesen. Was fehlt uns denn jetzt? Wir haben einen Medic verloren. Ein Medic. Eins.
Dann ein Radio fehlt uns. Ne, Radio haben wir schon. Nein, den müssen wir wieder abbrechen. Ein zweiter Medic fehlt uns. Ne, da fehlt uns einiges. Ein Wissenschaftler, ein Scientist. Ein Assault. Das ist ja ärgerlich, ne? So, und jetzt können wir auch einen Sperling oder einen Transporthubschrauber bauen. Der kommt in Gruppe 7. Dann können wir die nämlich einladen und hin transportieren und müssen die nicht laufen lassen. So, die sind auf jeden Fall hier bereit. Drohne auch. Da hinten ist der nächste. Da müssen wir dann auch noch reinhämmern mit dem Mortaren. So, wie sieht's mit dem eigentlich aus? Der müsste auch mal zur Base zurück. So, 59 von 60. Gut, das heißt, der ist jetzt da. So, der Charon ist da. Er kann mal hier landen. Ja, einen brauchen wir noch. Oh, die feuern da wieder. Die kommen mal hier rein und der auch. So. Der muss hier rüber wieder. Der fährt auf jeden Fall zu den Mortaren hier. Als Begleitschutz. Ja, und dann fliegen wir den mal hier rüber. Geht dann halt deutlich schneller. Und landen mal das Ganze hier. Schalten den mal aus und sagen Dismount. Ah, Moment. Ah, Moment, wartet mal. Den müssen wir doch hier noch hinsetzen. So, gut. Jetzt haben wir natürlich jetzt den hier noch mit bei. Steuerung 1. So, jetzt haben wir hier den Piloten noch mit, aber egal. Wir könnten natürlich in die APCs reinstellen, aber das wollen wir ja jetzt nicht. So, jetzt haben wir hier zwei Wissenschaftler noch. Der soll eigentlich mal landen und wir nehmen einen Wissenschaftler mit. Der soll in die 8. So, dann haben wir den da auch noch mit. Was haben wir noch? Ah ja, genau, hier der. Der holt sich mal schnell hier dieses DNA-Zeugs. So, gut. Also die Kreisformation, die habe ich auch ausprobiert. Ist jetzt auch nicht so der Bringer halt, ne? Hier könnten wir erstmal ausmachen. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Der ist nur dazu da. Oh. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Drohne und so brauchen wir noch. Hier können wir noch übrigens einen Hubschrauber bauen. Den packen wir auch noch in Gruppe 8. Ah, können wir jetzt leider nicht. Schade.
So, dann schließen wir mal das Tor wieder hier. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Drohne. Die muss mal jetzt ein bisschen hier rüber fliegen. Ohne, dass wir jetzt hier abgeschossen werden. Damit wir da hingucken können. Damit die Mortare hinschießen können. Perfekt. Ich denke mal, das wird die jetzt aufrütteln. Hier ist übrigens noch eine Luftabwehr. Da auch noch. Also ich würde da jetzt auch nicht reinfahren mit den ganzen. Ich würde die wirklich mit der Artillerie von Weitem beschießen. Weil sonst haben wir hier gleich Horden an Gegnern und das halte ich nicht auf halt, ne? Und so können wir sie Stück für Stück komm schon. Stück für Stück platt machen. Da, wie ihr seht, da haben wir schon auf jeden Fall den nächsten. Und den nehmen wir gleich mit hier. Also, da kommen sie schon. 4 Sekunden noch bis zum nächsten Artillerieschlag. Zwei kommen gelaufen. Das so. Mal sehen, wo die hinrennen. Es sollte aber eigentlich ausreichend sein. Die übrigens, glaube ich, schießen auch auf Flugeinheiten. Ja, die gehen hier hin. Das haben wir gedacht. Mal sehen, wo die durchlaufen. Die werden wahrscheinlich zu den Mortaren laufen wollen. Und wir brauchen wieder Munition. Obwohl, nee, wir haben noch 8 Schuss drin. Ne? Mal sehen, ob die reagieren jetzt. Gut, dann machen wir den auch mal aus, damit er keinen Sprit verbraucht. So. Jetzt holen wir uns doch mal hier diese... Obwohl, nee, nicht gut. Stopp. Das geht noch nicht, da ist noch eine Luftabwehr. Die müssen wir erst noch wegmachen. So, damit wir uns Stück für Stück dann erstmal... dahin tasten. Und alles erstmal ausschalten. Was geht? Erstmal hier das ganze Gebiet säubern. Dann können wir nämlich das hier als Standort benutzen, als Basisstandort. So. Also die Mortare sind auf jeden Fall jeden Cent wert. Definitiv. So, das sollte jetzt genügen. Ah. Soll er mal landen und dismounten. Oh, weg da. Habe ich befürchtet, dass genau das passiert? Jetzt werden sie sich natürlich meinen Wissenschaftler holen. Lauf. Nicht meinen Hubschrauber. Den können wir jetzt nicht runternehmen. Geht jetzt leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen. Da haben den Wissenschaftler gekillt. Ah. Ja, das geht im... Oha, da seht ihr schon, jetzt wird's bitter. Auweia, jetzt wird's bitter, das halte ich nicht auf. Ja, das heißt, wir müssen den BMG hier
Den müssen wir stehen lassen, das geht nicht anders. Au, 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 da kommt aber viel. Ah, jetzt wird's bitter. Oh Gott, ich hoffe, die halten es durch. Hauptsache, die nehmen den APC unter Beschuss. Der hält nämlich ein bisschen was aus. Den Truck brauche ich noch. Den fahre ich mal hier beiseite. Boah, da kommen Massen. Da kommen Massen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Der Matt, der macht sein Ding hier. Da kommen Vereinzelte. Ah, hier hat es ordentlich eingeschlagen. Ah, nee, die Massen rennen dahin. Das ist gar nicht gut. Ach, das schafft der Matt nicht. Okay, weg hier, Leute. Your away team is under attack. Sofort zurück hier. Wart, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal ankommt. Können wir die jetzt da abziehen? Ja, müssen wir. Irgendwie müssen wir die zusammenführen jetzt, hier die Truppen. Der BMG muss jetzt auch weg, der muss erst... Ah, die hängen da an ihn dran. Komm schon, die kommen da nicht weg. Oh Mann, er kommt nicht weg, die sind fest. Nee, der kommt nicht weg. So, jetzt aber. Fahr doch mal los. Na, sehr schön. Und der kommt hier auch nicht vorwärts. Der bleibt stecken. Was ist denn mit dem los? Ein APC verloren hier. Noch ein gleich verloren hier. Hier, was ist denn mit dem los? Da ist dem direkt nebenan ist einer und der ballert nicht. Na, was für ein Mist. Der muss erstmal zurück zur Basis. Na gut, ein APC verloren, geht noch. Jetzt haben wir natürlich hier keine Verteidigung mehr hier oben. Ja, der fährt erstmal auch hier hinten hin. Und den packen wir mal hier in die, ach weiß ich nicht, irgendwo anders hin. Ich weiß jetzt nicht, wo die hingerannt sind hier, diese. Der fährt erstmal zur Reparatur und zum Aufmunitionieren. Okay, die haben auch, so wie es aussieht, keine Munition mehr. Gut, dann fliegt der erstmal zurück hier wieder zum Aufnehmen wieder. Wow, hier ist aber ordentlich was passiert. Gehen wir mal Stück für Stück vor. Haben wir hier schon wieder einen verloren? Haben die jetzt Munition aufgenommen? Weiß ich gar nicht. Sieht nicht so aus. Die sind leer hier. Ich werde nicht gesehen. Silence ist meine Spezialität.
Wo ist denn eigentlich der zweite BMG? Der steht da, okay. Ah, dann wird der hier auch absichern. Dann sichert der hier, dass die Mortare halt nicht hier kaputt gehen. Und der von der Seite. Das sollte ja gehen. So, die Mortare. Wieso eigentlich kriegen die keine Munition? Ah, jetzt haben sie Munition. Drei Heavies, zwei Assaults. Uns fehlt ein Assault. Ja. Genau, der kommt mal hier noch mit in die 8 rein. Und die 8 geht mal hier zurück. Und wir haben hier, so wie es aussieht, ein paar... Also ein APC haben wir verloren. Wir brauchen wieder ein APC. Einen 105mm APC. Und der kommt in Gruppe 5. Puh, ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Aber... Eieiei, da kommt ordentlich was. Au, das ist nicht gut. Und wir müssen uns jetzt darum kümmern. Hier geht's echt zur Sache. So, wir müssen hier das abwehren. Sonst haben wir ja gleich ein Problem. Da schießt noch ein... Da haut noch einer auf den Mortar. Wieso denn das? Ach, da kommen sie, die Dicken. Da kommen sie angerannt. Es sind noch eine ganze Menge. Also die Oh, hier kommen jetzt auch Gelbe. Das ist gar nicht gut. Hier muss irgendwo noch was sein. Da. Okay, die müssen wir zerstören. Bevor die uns meinen Mortar kaputt machen. So, hier, der kriegt erstmal Munition. Und mal gucken, haben wir jetzt alle erwischt? Ja, jetzt haben wir sie. Hier hinten, der schickt hier scheinbar noch irgendwie... Oh ja, und da müssen wir jetzt... Da kommen die Dicken. Okay, gut. Die lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Die Mortare sind jetzt erstmal wichtig. Wir müssen die ja wirklich kaputt machen. Da steht noch ein Juggernaut. So, der produziert hier auf jeden Fall nicht mehr. Ah, hier hauen wir mal richtig rein. Aber so wie es aussieht... Fast. Na, beim nächsten, bei der nächsten Rotation ist er durch. Hier sollte keiner durchkommen. Glaube ich nicht. Müssen uns mal darum kümmern, dass wir hier die DNA-Proben holen. So, zweiter ist auch wieder da. Wunderbar. Die fahren jetzt erstmal raus. Die fahren zur Unterstützung dahin.
Und wir müssen noch zwei. Ah ja, wir haben hier das Problem, dass wir. Was haben wir denn verloren eigentlich? Radiowissenschaftler, ein Ingenieur haben wir verloren. Gruppe 1, einen Ingenieur kaufen und einen Assault noch. Gruppe 1. So, auch kaufen. So, und der fliegt dann rüber. Gut, das heißt, wir werden jetzt hier noch die restliche Verteidigung rausnehmen. Ja, der produziert hier hinten ordentlich. So, die ist weg. Die okay, also das sollte erstmal hier wirklich ausreichend sein. Die beiden, die setzen wir mal hier rein und schicken den mal hier, die schicken wir mal hier rüber. Bauen wir mal eine Frontlinie auf. Machen hier mal zu, so. Und das Mountain. Ja, jetzt ist das Problem wieder. Die schicken wir mal hier rüber. Und haben wir denn hier noch jemanden drin? Ne, Moment mal, wartet mal. Wir machen eins. Dass wir jetzt... Aber wir haben ziemlich viele Assaults, sehe ich gerade. Scientist, ja, sollte eigentlich so genügen. Hier fehlt aber noch einer. Ne, so, das heißt. Ach Gott, hier ist ja noch mehr Zeugs. Oh ja, hier können wir jetzt schön reinhämmern. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, die kommen jetzt. Die lassen wir mal. Ist kein Thema. Hier, das muss weg. Boah, hier bildet sich immer mehr. Hätte ich mir leichter vorgestellt, aber... So, jetzt können wir mal langsam vorrücken. Ich glaube, ich bin zu dicht. Dieser Juggernaut gefällt mir da auch nicht. Aber langsam kriegen wir das unter Kontrolle hier. Ah, noch ein paar Sekündchen. So, das haben wir auch. Und den haben wir jetzt auch gleich weg. Perfekt, auch erledigt. Jetzt fehlt nur noch diese Luftabwehr hier und ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal Hallo gesagt.
dieser Juggernaut noch. Aber den werden wir mit den 105mm Mortaren plus Mortare auf jeden Fall einheizen. Die sammeln sich hier. Ah, schade. Dachte eigentlich, ich krieg alle. So. Heißt auf jeden Fall hier nochmal Ammo für die alle. Your ammo is being dropped. Supply drop is on its way. Please stand by. Supplies are being sent to you now. Confirmed. Supply drop inbound. Mal sehen, ob das reicht. 42. Hier haben wir auch 40. Der hat auch 40, oder? Ah, einer fehlt noch. Ne, haben alle jetzt wieder. Wir sind alle leer. Perfekt. So. Können wir zerstören jetzt. Das auch. Das auch ist ja eh leer. So, perfekt. Jetzt können wir hier unseren Wissenschaftler nehmen, der sich erstmal um die ganzen Proben kümmert. Da kommen sie schon angelaufen. Der läuft da schnell hin. Zack. Ah, hier möchte ich jetzt nicht stehen, ne? Aber ich möchte jetzt nicht der Gegner hier sein. Die rennen dann in die Verteidigungslinie rein. Oh, da kommt einiges. Sprit sparen erstmal. Das gibt aber ordentlich hier. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Noch vereinzelte paar. Haben wir noch irgendwo? Ne, haben wir nicht. So. Rein theoretisch könnten wir die auch in die APCs einpacken, unsere Truppen. Aber die sollen ja noch zur Feuerunterstützung sein. Man sieht ja hier, dass die noch schön drauf rumhauen. Sieht man ja. So, die sollen dann hinten dran stehen. Und der repariert den mal. Ah, hört nicht auf, ne? Die schicken immer wieder neue. Hier ist noch eine Luftabwehr. Ich muss da mit der Drohne vorbei. Ich muss wissen. So, jetzt können wir da auf jeden Fall lang. Können wir uns dann vorarbeiten. Oh, nein. Da ist noch einer. Ja, da wollte ich hin. Je mehr wir sie hier schwächen, desto besser ist es. Auch erledigt. Die sind auf jeden Fall auch kaputt. Ja, Leute. Oha! Schaut mal, was da angerannt kommt. Ah, wir drängen sie langsam aus dem Gebiet zurück. Nur noch ein oder zwei Nester. Und dann können wir langsam vorfahren. Ich verteile das Ganze mal hier.
Perfekt. So, Freunde. Wir sind erstmal wieder angekommen am Ende der Folge. Meine Herrschaften, schon wieder schnell rumgegangen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie weit wir denn da kommen und mal eine neue Taktik ausprobieren. Nicht nur mit Artillerie rumschießen, sondern vielleicht auch mal Spezialeinheiten einsetzen. Oder sogar mal Panzer oder schauen wir mal. Also, wir sehen uns. Tschüss.